Da braut sich was zusammen. Und das ist nicht nur die Schuld von Sturmtief Ignaz, das heftig wütete und den Eröffnungsdonnerstag der Abenteuer und Allrad für alle Messebesucher gehörig verhagelte. Messe dicht. Statt Besucher auf der Reiterswiesener Höhe zu beraten, versuchten sich die Aussteller in Schadensbegrenzung. Richtige Entscheidung der Messeleitung, denn Sicherheit geht vor. Doch was war an den drei Folgetagen los? Schlange stehen als neuer Volkssport. Am Bus, am Eingang und schließlich auch für alle, die wieder raus wollten. Das perfekte Orga-Chaos. Klar, dass in den sozialen Medien bald scharf geschossen wurde, denn der Frust war groß. Hainunen Bad Kissing? Genau das Richtige für unsere glorreichen fünf, denn die machen sich trotz aller Widrigkeiten für euch auf die Suche nach den goldenen Nuggets unter den Fahrzeugen oder im Zubehörmarkt. Liebe Vanlifer, zur Definition, das hier ist eine Dachterrasse. Ich stehe auf einem MAN TGM von Twiger, 4,50 Meter Radstand, 5,20 Meter Aufbaulänge und da war offensichtlich noch ein bisschen Platz für eine richtig safari-taugliche Dachterrasse. Im Innenraum, der sehr edel ist, das ist alles Räuchereiche, da ist Platz für zwei Personen. Gibt auch so das ein oder andere Detail, was uns bekannt vorkommt. Zum Beispiel dieser herausziehbare Tisch. Das ganze Ding kostet 460.000 Euro. Das ist eine ganze Menge Geld, aber in Anbetracht der Fertigungsqualität und der Größe ist das tatsächlich vergleichsweise preiswert. Große Fahrzeuge haben seit einigen Jahren schon Konjunktur und auf den Zug springen immer mehr Hersteller auf. Bimobil arbeitet sich immer weiter in die große Lkw-Klasse voran. Es gibt jetzt den MAN mit dem EX600 Aufbau, also 6 Meter Aufbaulänge. Und auf Eurocargo gibt es den EX462 mit 4,60 Meter, einen richtig geländetauglichen Lkw. Wer mit einem Unimog liebäugelt, aber weiß, dass der eigentlich zu extrem ist, der könnte vielleicht hier den passenden Partner finden. Der Eurocargo kann im Gelände auch schon eine ganze Menge, hier bereift mit 1400 R20. 315.000 Euro kostet das Stück im Basispreis. Die Kabine steht auf einem federgelagerten Hilfsrahmen und ist so kompakt, dass man wirklich im Gelände sich gut bewegen kann. Ich muss allerdings 315.000 Euro mindestens zur Verfügung haben. Was mir gut gefällt, ist der wirklich kompakte Hecküberhang. Man sieht, hier ist das Rahmenende vom LKW und hier hört auch die Kabine auf. Da hat man schön geringe Kräfte hinten am Heck und kann gut rangieren. Und jetzt gucken wir mal innen, was der Grundriss so zu bieten hat. Im Herzen ist auch der EX462 ein typisches Bimobil, also wieder viele helle Ahornoberflächen. Gekocht wird mit Gas, großen Kühlschrank, sehr nutzfertig ausgelegter ganze Grundriss. Es gibt ein großes Doppelbett im Heck. Da das Fahrzeug aber für vier Personen geeignet ist, hier hinten im Aufbau sind zwei Gurtplätze vorgesehen. Es ist also ein Vier-Personen-Camper und wenn die Kinder oder die Gäste dann Schlafplatz finden, dann muss ich den Tisch umbauen zum Bett. Neben den größeren Lkw gab es aber auch Neuigkeiten im mittleren Segment. Extremkonzepte hat wieder einen Ford Transit mit auf die Messe gebracht. Den Umbaukit mit der 10 cm Höherlegung und der Differentialsperre, den kennen wir ja schon unter anderem vom Karmann Dexter, den wir im Test hatten. Das ist hier identisch, also eine andere Feder an der Hinterachse. Es gibt eine Differentialsperre, Auflastung auf 4,1 Tonnen und damit funktioniert auch die große Alkovenkabine für zwei Personen. Und das hier vorne, das ist nicht das Bett fürs Kind, sondern das ist der Stauraum, ist also kein Schlafalkoven. Geschlafen wird im Heck. Schauen wir mal rein. Im Innenbereich ist der Transit hier auf der Messe noch eine Baustelle, aber man kann ganz gut erkennen, wie das Konzept ist mit dem Bett im Heck. Hier vorne ist die Nasszelle, Elektrik, gut erreichbar, großer Wassertank an der Stelle und sehr viel Luft nach oben. Wem der Ford Transit zu zahm ist, für den steht noch ein neues Fahrzeug auf dem Stand, auch eine neue Marke, Jeep nämlich. Hier haben wir den Gladiator als Viersitzer mit einer Aufstelldachkabine. Super kompakt, aber auch nicht der leichteste, 4 Tonnen und der Einstieg ist am Heck. Wir schauen einfach mal rein.
So mächtig der Wagen von außen aussieht, so kompakt ist er dann doch von innen. Also das ist kein Familienreisemobil, sondern eher ein Hardcore-Offroader mit Schlafplätzen. Und wer sich jetzt schon freut, das Auto kaufen zu können, billig wird die Nummer nicht. Denn schon der Gladiator an sich kostet ja um und bei 75.000 Euro als nacktes Basisfahrzeug. Spannend nicht nur für kleinere Camper, das Thema Toilette. Wir sind am Stand von Terra Camper und da sah bislang die Toilettenlösung so aus. Es war Platz für ein portables Chemie-WC. Jetzt gibt es eine eigene Lösung. Und die sieht so aus, Terra Camper Style, wieder Aluminium, hochfunktional die ganze Geschichte. Trockentrenntoilette mit einem passenden Einsatz. Mache ich die zweite Klappe auf, komme ich, na, ist mit Magneten arretiert, komme ich in die Serviceabteilung. Und die vordere Seite ist so clever gemacht, dass ich hier gleichzeitig meinen Toilettenpapierspender habe. Ich komme aber auch von vorne ran, um das zu tauschen. Und bei Trockentrenntoiletten ist es ja auch immer wichtig, dass es eine Entlüftung gibt. Und die ist hier kabellos gelöst. Hier ist eine Lüftung drin und an der Halterung darunter ist ein Induktionslader. Das heißt, ist die Toilette an ihrem Platz, läuft der Lüfter an, nehme ich sie weg, um sie zu benutzen, muss ich keinen Stecker abziehen, sondern kann sie einfach rein und raus transportieren. Das Ganze wird etwa 500 Euro kosten. Finaler Preis steht noch nicht fest, aber passt zum Terra Camper wie die Faust aufs Auge. Die Toilettenfrage als Dauerbrenner. Kein Wunder, dass es beim neuen Spiel namens Fernreise Pingpong am Explorer-Stand auch zur Sprache kam. Also ich würde sagen, wir hatten eine Trenntoilette, weil wir haben sie nur einseitig benutzt, würde ich sagen. Okay, das vertiefen wir an der Stelle nicht weiter. Nee, das lassen wir lieber. Wisst ihr überhaupt, wie Fernreise Pingpong geht? Besucher werfen einen Begriff in die Runde und unsere Fernreisenden Sabine Hoppe und Thomas Rahn müssen antworten. Zum Beispiel Sicherheit. Wenn ich ein blödes Gefühl habe, wenn ich merke, oh, da schleicht irgendjemand da hinten durchs Gebüsch und das fühlt sich irgendwie komisch an. Was ich mache, ist, ich gehe hin, sage Grüß Gott, Servus und erzähle von uns und in 99% aller Fälle ist das jemand, der sagt, du, was ist denn das für ein komisches Fahrzeug da mit so einem komischen Nummernschild, wo kommt es denn hierher? Und man ist im Kontakt und das Wichtigste, was einem Sicherheit gibt oder was Unsicherheit nehmen kann, ist der Kontakt mit Leuten. Wir haben das zum Teil auch falsch gemacht. Ich hoffe, wir haben ein bisschen daraus gelernt. Danke für Stichwort, Thomas, denn lernen konnte man bei so manchem Workshop auf der Abenteuer und Allrad 2021. Die waren manchmal eher überschaubar besucht, manchmal feierte die Vanlife-Influencer-Szene aber auch kleinste Innovationen wie eine neue Stromverteilung frenetisch. Wir machen uns derweil weiter auf die Nuggetsuche. Wer klein anfangen will, startet zum Beispiel mit einem Dachzelt. Der To Be Different Outdoor hat hier einen Prototypen mitgebracht. Der ist am April 22 erhältlich. Das ist ein Dachzelt, wird komplett in den Niederlanden hergestellt. Und die Besonderheit ist, dass das im Prinzip eine Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion ist. Also so eine Mischung aus einem Klappzelt und einem Hartschalenzelt. Wiegt 50 Kilo das Ganze. Hat 2 Meter mal 1,40 Meter Liegefläche. Und dadurch, dass der Rahmen außen liegend sichtbar ist, kann ich da wunderbar auch meine Sportausrüstung dran befestigen. Es gibt die Möglichkeit, auch eine Hülle drüber zu machen, dann komme ich aber wieder nicht mehr an die Rohre ran. Ich kann die Stofffarben auswählen, ist ein Acrylgewebe und es gibt einmal ein großes Fenster hinten und 2 an den Seiten. Der Preis? Stolze 3.995 Euro inklusive Frolirost und Monopan-Bodenplatte. Wer Fenster in fester Form sucht, wird bei einem neuen Hersteller fündig. Optimal-Expedition hat nicht nur einen großen Mercedes Arox mit auf den Stand gebracht, sondern auch ein Angebot von Fenstern, spannend für Do-it-yourselfer. Was mich ein bisschen stört, ist, das sind 1:1 Kopien von KCT-Fenstern.
Wir sind hier am Stand von Carawater und hier gibt es möglicherweise die Antwort für alle, die sagen, ich brauche mehr Frischwasser an Bord, habe aber gar nicht genug Platz. Das ist eine Wasseraufbereitungsanlage, da steckt im Prinzip Umkehrosmose drin, kennen Segler zum Beispiel als Watermaker, um aus Salzwasser Trinkwasser zu machen. Hier ist der Trick, dass Grauwasser aus dem Wassertank angesaugt wird, aufbereitet wird und wieder im Frischwasser landet. Der Hersteller sagt, dass das bis zu 10-mal durchlaufen kann. Also aus 100 Litern kann man 1000 Liter machen. Dann muss der Filter gespült werden und das geht auch 10-mal und dann muss man einen neuen Filter kaufen. Dieser neue Filter kostet 250 Euro, also nach 10.000 Litern 250 Euro obendrauf. Und die ganze Anlage startet bei 1849 Euro. Dann schafft die 20 Liter in einer Stunde aufzubereiten. Also wer zum Beispiel losfährt, kann in den Grauwassertank wieder reinigen lassen. Finde ich eine spannende Lösung, gerade wenn es um beengten Raum geht, aber kostet natürlich auch eine Mark. Die folgenden Zubehörteile sind für alle Schrauber mit älteren Fahrzeugen interessant, die endlich mehr Durchblick haben wollen. Das Thema LED-Scheinwerfernachrüstung ist ja für Besitzer älterer LKWs ein Riesenthema, damit man im Dunkeln endlich mal was sieht. Und Scheinwerfer Lux hat sich hier richtig mal Mühe gegeben und fertige Einbausets mittlerweile im Angebot. Das hier zum Beispiel ist für den Mercedes 1222. Dann gibt es den auch für den Iveco 9016 oder für den Unimog. Da kommen Nollenscheinwerfer rein, gibt es mit Blinker, ohne Blinker. So ein ganzes Set geht los bei etwa 1600 Euro. Da ist dann auch schon der Kabelbaum mit drin und die Scheinwerfer. Ist also fertig einbaubereit und aufhören tut das dann bei etwa 2000 Euro mit der komplexeren Lichtanlage. Für Menschen, deren Augenmerk eher auf guten Offroad-Fähigkeiten eines Reisemobils liegt, bietet ein französischer Fahrzeugbauer Interessantes. Globe Camper ist ja bekannt für Fahrzeuge mit Aufstelldach. Diesmal ist eine Kabine auf Iveco Daily mit dabei. 2,70 Meter Fahrhöhe ist natürlich ein Knaller. 3,10 Meter ist das Ding jetzt aufgestellt. Außen haben wir Aluminium, PU-Schaum als Kernmaterial, innen GFK. Und innen ist ein gutes Stichwort. Schauen wir mal rein. Der Globe 360 Daily ist ein richtiges Zwei-Personen-Fahrzeug, festes Doppelbett im Heck, Dinette an der Seite, Küchenzeile, also ein Grundriss, den man ganz schnell versteht, in dem sich ganz viele Leute wohlfühlen. Was mir auf den ersten Blick sehr gut gefällt, im Aufstelldach haben wir einmal Scheibenfenster, Mückengase und der ganze Stoff ist viel schwerer. Das ist eine Art Cabrio-Verdeckstoff, ist richtig robust und damit dämmt er auch schon ein bisschen, sagt zumindest der Hersteller. Aber man spürt das auch schon, er ist mindestens doppelt so dick, vielleicht dreimal so dick wie ein normaler Verdeckstoff. Die Möbelmaterialien ist HPL als Massivmaterial, ist also nicht das leichteste. Dennoch, das Auto wiegt so, wie es hier auf der Messe steht, 4,6 Tonnen, 5,5 Tonnen Gesamtgewicht. Also das ist eine super Zuladung noch. Während der Globe Camper auf dem neuen Iveco Daily basiert, haben wir hier am Stand von TerraCab noch einen Aufbau auf dem Vorgänger, nämlich dem Scum. Der ist ja deutlich kompakter, deutlich geländegängiger. Und der Innenausbau, der hier in dieser kompakten Kabine drin ist, das ist so der Inbegriff des Zwei-Personen-Fahrzeuges mit dem Austibett quer im Heck, der Dinette und der Küchensitzgruppe. Ich würde am liebsten sofort einsteigen und mit losfahren. Für 180.000 Euro, nur die Kabine ohne Fahrzeug, gibt es 3,58 Meter Innenlänge. Das reicht für das Bett im Heck. Sieht man hier ganz gut den Weg, wie es den es macht, um es abends auszuklappen. Es bleibt dann aber immer noch im aufgebauten Bettmodus die Küche vollständig nutzbar und ein Teil der Sitzgruppe. Es gibt sehr große Fensterflächen, das kann man hier gut sehen. Die sind wirklich, wirklich groß, sind Papstfenster, große Dachluke und das Badezimmer ist in der Front. Neue Besen kehren gut, sagt man ja. Innova, neuer Betrieb, fängt an mit einer Eikofenkabine für Mercedes G und später auch für den Toyota Hilux und Ford Ranger. Hat ein anderes Grundrisskonzept als die meisten anderen Kabinen. Sitzgruppe im Heck mit Beleg zu drei Seiten, mit einem großen Fenster. Badezimmer in der Mitte und gekocht und geschlafen wird vorne. Auf der Messe steht erst der Prototyp, der ist noch nicht ganz fertig, zeigt aber schon ganz gut, wo die Reise hingehen soll. Hier vorne ist quasi die Küche und das Schlafzimmer zeitgleich. Später lässt sich die Matratze bis nach hier vorne ausziehen, sehr viel Platz. Gibt auch hier viel Stauraum und viel Arbeitsfläche. Ist ein bisschen abgetrennt vom hinteren Wohnbereich, ist mal was anderes. Preis liegt etwa bei 45.000 Euro für die fertige Kabine, aber ohne Fahrzeug.
So sieht das Ganze von außen aus. Satte 2,28 Meter hoch, einfach aufgrund des Schlafalkovens. Geeignet ist am Ende für Pickups oder den Mercedes G. Noch mehr Geländetauglichkeit gewünscht? Dann vielleicht mit dem nächsten Kandidaten liebäugeln. Hier am Stand von Lion dran steht einer der ersten Gradients von Tecne. Das ist ja der spannende 7,5-Tonner aus Italien. Im Prinzip der Nachfolger des T-Rex von Bremach. Hat kräftige Portalachsen, viel Platz für einen Aufbau. Ist ein sehr schlankes Fahrzeug. Ich bin echt gespannt, wenn es da mal das erste Reisefahrzeug gibt, dass wir damit mal eine Runde drehen können. Falls ihr schon ein Fahrzeug besitzt und es nur Offroad-technisch aufrüsten möchtet, auch da hätten wir was. Für die Jeep-Fans gibt es hier bei Genesis was Spannendes. Das neue Ironman-Fahrwerk mit ABE, das heißt, ich brauche keine Abnahmebeizug, ich kann es direkt einbauen und direkt weiterfahren. 2,5 Zoll, also etwa 7 cm Höherlegung, 1670 Euro kostet der Spaß. Und klar, er darf nicht fehlen. Der Unimog. Für alle Freunde der Ingenieurskunst könnte dieser Unimog von der M2 Fahrzeugmanufaktur spannend sein. Hier wird ganz viel getüftelt und gefräst. Und da gucken wir mal zuallererst hier den Rahmen an. Der kostet an sich schon über 20.000 Euro, besteht aus Flugzeugaluminium und ist komplett hohlgefräst, damit das schön leicht ist. 100 Kilo wiegt dieser gesamte Rahmen, ist dann lackiert, alles verschraubt, sehr aufwendig gemacht. Von der Konstruktion aber wie die Originalspinne vom Unimog. Und auch hier bei den Ecken vom Aufbau hört das Fräsen nicht auf. Hier sieht man mal die Innenseite dieses Teiles. Da sind die Wände eingesteckt, es sind vorgefertigte Überlappungen vorbereitet. Also hier ist jede Menge Hirnschmalz aufwendig und versteckt. Eine Besonderheit dieses übrigens mindestens 300.000 Euro teuren Fahrzeugs sind die Felgen. Mit 24 Zoll sind das hier die größten auf der Abenteuer- und Allrad. 405 70R24 ist eine typische Ackerschleppergröße, sehr breite Reifen. Aber der Hersteller von dem Fahrzeug sagt, das sei eben das Optimum, um auch bei schlammigen Bedingungen zu fahren. Ich glaube eher, wir kriegen richtig Probleme, die auf Reisen als Ersatzreifen zu bekommen. Im Innenraum geht es sehr kompakt zu, was für ein Unimog ja eigentlich eine tolle Sache ist. Direkt links vom Eingang ist die Nasszelle. Da kann ich auch drauf duschen mit dem CHK-WC. Ist übrigens in diesem Fall hier Eschenholz. Die Küche ist direkt am Eingang, sehr klein alles, sehr, sehr eng, sehr kompakt. Die Wassertechnik ist auch hier drunter, da gibt es die Brennstoffzelle und die Batterie. Man setzt hier tatsächlich auf eine Brennstoffzellenversorgung und eine kleine AGM-Batterie, einfach auch wieder um Gewicht zu sparen. Daher auch die 6 Tonnen. Es ist trotzdem ein vollwertiges 4-Personen-Fahrzeug mit zugelassenen Sitzplätzen im Aufbau. Da sind zwei begurtete Plätze. Und es gibt zwei Doppelbetten im Heck, einmal im oberen Bereich, einmal im unteren Bereich. Und wenn man dann doch zu zweit fährt, dann ist hier unten einfach der Stauraum. Und wer nach einem vollgepackten Messetag mit massig Input schließlich etwas entspannen wollte, der bekam beim Explorer einen Glühwein und Literatur. Sarah Kringe las aus ihrem Buch Happy Road, dem Weg ist das Ziel, egal. Wie ist es, mit jemandem im VW-Bus auf Reisen zu gehen, den man eigentlich gerade erst kennengelernt hat? Oh nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich verschränke die Arme vor der Brust, um meinen Worten auch physisch Nachdruck zu verleihen und schüttele sicherheitshalber noch entschieden mit dem Kopf. Da fahren wir nicht drüber. Geh, Sarah, scheiß den nicht, oh, das heißt auf Österreichisch so viel wie, jetzt stell dich halt nicht so an. Matthias wirft einen prüfenden Blick durch die Windschutzscheibe. Die hält sicher. Mit die meint er die wackelige Hängebrücke über die Tara, auf deren montenegrinischer Seite wir gerade stehen und von einer fruchtlosen Stellplatzsuche schon leicht bis mittelschwer genervt sind. Es ist ein spannendes und unterhaltsames Sozialexperiment, das Sarah und Freund Matthias, den es übrigens trotz der Brückenüberfahrt immer noch gibt, erlebt haben. Ein soziales Experiment ganz anderer Art ist das Camp der vielen Messebesucher an der Saale. Darauf und auf den Austausch mit euch freuen wir uns im kommenden Jahr besonders.